begrüße Sie ganz herzlich zu unserer vierten Auktionswoche in Wien. Am 23. und 24. November werden wir die klassische Moderne und die zeitgenössische Kunst versteigern. Und wir freuen uns besonders, Ihnen hier unsere Highlights vorstellen zu können. An erster Stelle steht dort von Ilja Kabakow das Gemälde bei der Universität 1972. Ilja Kabakow kennen wir von den Biennalen, diverse Male dort ausgestellt. Er ist der berühmteste zeitgenössische Konzeptkünstler. Und hier haben wir eben ein Gemälde von ihm bei der Universität 1972. Es ist seine ganz besondere Intellektualität, die sich in diesem Gemälde äußert. Wir finden die verschiedensten Aspekte der Malerei des 20. Jahrhunderts aufgegriffen und zu einem neuen Konzept zusammengefasst. Wir haben hier zum Beispiel Aspekte expressionistischer Malerei, wir haben Aspekte impressionistischer Malerei, wir haben die Gesellschaft des Sozialismus der 70er Jahre, die aber kombiniert wird mit durchaus zeitgenössischem Publikum der westlichen Szene. Das alles noch umrahmt von diesem schwarzen Rahmen, der uns wiederum an den Suprematismus und Malevich erinnert. Sodass wir sagen können, dieses Bild fasst die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zusammen. In 1972/73 beschäftigte sich Miró mit Textilarbeiten und so entstanden gewebte Arbeiten und Sacks, wie wir einen hier in unserer Auktion haben. Das war eigentlich der letzte Experiment von dem 80-jährigen Mann und diese Arbeiten zeigen die avantgardistische Geist von Miró. Der Titel dieses Werkes ist Sobretexim Nummer 2. Sobretexim ist ein altes katalanisches Wort für ein kleines Stoffteil, der als Stofffleck auf einen größeren Stoff verwendet wird. Es handelt sich um einen historischen Sack aus einem ökonomischen und politischen Kontext. Dieser Sack war ein Mehlsack für Mehl aus den Karaiben, hergestellt in Minneapolis. Die Farben des Emblems, rot und blau, wurden von Miró aufgenommen und verwendet in einer für ihn sehr charakteristische Weise, sowie auch diese kreisförmige Malweise. Mit Zyklus 61 Nummer 8 konfrontiert Vedova die Betrachter mit radikalen Farben, kraftvollen Pinselstrich und starken Lichtkontrasten. Auf eine experimentelle Weise versucht Vedova die Energie über die Malerei in den Raum hinaus zu transportieren und so die Betrachter wachzurütteln. Inhaltlich handelt es sich in seinen Arbeiten oft um politische und bürgerliche Themen und um Anklage von Gewalt und Macht. Jonas Burgert ist 1969 geboren, kommt bislang noch sehr wenig auf Auktion vor. Darum freuen wir uns umso mehr, ein Bild in der kommenden Auktion anbieten zu können. Seine Malerei ist etwas sehr Eigenes, etwas sehr Besonderes. Denn mit den normalen Kriterien, ein Bild zu lesen, kommen wir bei Burgert nicht weiter. In seinen Bildern haben die Grenzen von Raum und Zeit keine Gültigkeit mehr. Er schafft seine eigene Poesie, seine eigene Stimmung. Es geht ihm um Stille, um einen Moment festzuhalten und gar nicht um eine Szene darzustellen. Seine Farben sind auch ganz besondere. Sie sind müde. Es ist ein Grauton, der immer vorkommt. Es ist nie ein Rot, aber dann auch gerne ein Orange. Eine ganz besondere Figur, die zusammengekauert hier in der Ecke hockt und eben losgelöst ist aus jedem Raum und aus jeder Zeit. Nicht nur dieses Bild von Burgert ist in der zeitgenössischen Kunst angeboten. Wir freuen uns, wenn Sie sich unsere Seite anschauen, www.dorotheum.com. Da finden Sie alle Werke der zeitgenössischen und der modernen Kunst mit Preisen aufgeführt. Und wir freuen uns auf zahlreiche Gebote. Vielen Dank.